Willkommen zum Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um ein Thema, was mich ja seit der Ankündigung der Lufthansa die Statusvoraussetzung oder die Meilen oder die Punktesammelmöglichkeit nicht einzuführen in 2022. Und warum mich das bewegt, erkläre ich euch gleich. Und es geht sich grundsätzlich auch, so wie der Titel schon sagte, um das Thema, lohnt sich ein Status und lohnt sich ein Status im Besonderen im Bezug auf Lufthansa FTL, Senator oder aber auch sogar den Horn Circle. Ja, da lass uns mal ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Ich selber war ja Horn Circle. Hier für alle, die gezweifelt haben, hier übrigens die Karte. Und natürlich muss ich hier auch immer wieder den Running Gag bringen. Die Seite, das ist mein Abbild, als ich in eine Lounge in München gegangen bin. Und dann kam folgende lebenslange Gültigkeit. Das ist natürlich nicht der Fall. Brauchen wir auch nicht diskutieren, habe ich auch schon lange erklärt. Dann kann ich das auch einfach wieder ausblenden. Aber für alle, die es interessiert, es ist einfach so, es ist ja jetzt wieder Ende des Jahres und dann überlegt man ja, was für einen Status hat man erreicht? Hat man irgendwelche Statusziele, die man hatte, aber nicht erreicht? Vielleicht, dass man die nächstes Jahr erreicht? Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zumindest den Senator nächstes Jahr zu erfliegen, nachdem ich den Starlines Gold über die Eurobonus Goldkarte von SAS, Scandinavian Airlines, hatte. Warum? Ganz einfach, weil es wesentlich einfacher zu erreichen war. Aber durch die neuen Änderungen war für mich der Senator dann wieder interessanter geworden, obwohl er auch von der 2 Jahre auf 1 Jahr runtergegangen ist. Nachdem jetzt die Regelungen die nächsten 2 Jahre so gelten werden, also dass man da keine Änderung einführt, haben mich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr bestärkt, da in dieses Thema Lufthansa wieder einzusteigen. Ganz einfach, warum? Ein Status, und ich hatte die Frage ja auch in der Lufthansa Miles & More Insider Gruppe gestellt. Wer noch nicht drin ist, abonnieren. Ich werde den Link unten in die Shownotes reinschreiben. Also auf jeden Fall da reingehen in die Gruppe, und da hatte ich halt die Frage gestellt, ob sich der Horn Circle Status lohnt. Natürlich eine provokante Frage. Ich weiß das, und man muss auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass es logischerweise eine individuelle Geschichte ist. Die einen sagen, der Horn Circle Status lohnt sich nur, wenn man in Frankfurt oder München wohnt oder in Zürich, wo man es direkt nutzen kann. Ich habe nie in der Gegend gewohnt, aber ich habe trotzdem den Nutzen empfunden. Aber lasst uns einfach mal unten starten. Mit 35.000 Meilen werde ich FTL bei der Lufthansa oder aber mit 30 Segmenten im Moment noch. Also insofern, das ist die Möglichkeit mit dem FTL. Macht der FTL-Status Sinn? Ja, ich glaube schon, weil man bei der Lufthansa-Gruppe da schon durchaus Vorteile hat. Also fängt ja damit an, dass man Lounge-Zugang hat, aber auch, dass man den Business-Class-Check-In nutzen kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass viele Lounges innerhalb Deutschlands natürlich geschlossen sind oder aber auch jetzt aufgrund der Pandemie geschlossen sind. Dann der Senator als nächste Stufe mit 100.000 Punkten. Da sind die Lounges geschlossen, und deshalb kommen da auch Aussagen, wo Leute sagen, hey, das lohnt sich nicht, weil im Moment gibt es keine Benefits. Aber die Lufthansa hat ja jetzt vielen Mitgliedern auch geschickt, wo der Status in 2022 ausläuft, dass er auch um 1 Jahr verlängert worden ist. Aber ich weiß nicht, ob die Leute den Status dann auch abgeben würden, wenn sie sagen, hey, der bringt nichts. Deshalb bringe ich euch mal einfach so ein paar Kommentare rein, die gekommen sind. Und Stefan Meyerbacher, auch ehemaliger Horn-Kollege, den ich kenne, er hat einfach geschrieben, dass sich der Horn nicht lohnt in seinen Augen, weil er einfach nach 13 Jahren den Verfall gesehen hat. Also es gab immer Einladungen, es gab ein Porsche-Event zum Beispiel. Ich selber bin eingeladen worden nach Indian Wells zum Golfturnier. Dann gab es ein New York Fashion Week als Beispiel. Also da gab es schon sehr geile Events oder auf Skihütte oder sowas. Und der Sascha Martin sagt, er war 6 Jahre Horn bis zu diesem Februar. Er ist froh, dass er nicht mehr so viel fliegen muss. Natürlich, für den Horn muss man sehr, sehr viel fliegen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Und Wolfgang Göswein, den ich persönlich ja auch in Nürnberg getroffen habe, letztes Jahr zum Weihnachtsstammtisch, der sagt natürlich, der falsche Zahnpunkt. Aktuell in der Pandemie bringt kein Status was. Auch
oder erst recht nicht der Hon. Und dank aktueller Abschaffung der First in den USA und der fehlenden Commuterflüge nach Zürich ist das für ihn ein Dorn im Auge. Brunold, der auch ein Senator ist aus Österreich, sagt, es bringt für ihn halt einfach die Gratiskarte, bringt es uns in Deutschland ja auch. Und Peter Schall hat einen anderen Einblick. Er sagt einfach, es ist schade, dass er es nicht mehr ist oder leider nicht. Und er sagte halt, dass er bis 2022 noch Horn Circle ist, wenn er jetzt nicht verlängert wird. Und dass alles gestrichen ist, was da an Benefits ist. Ihr habt jetzt mal so einen kleinen Überblick bekommen, was die Leute so dazu sagen. Schreibt doch einfach unten rein in die Shownotes oder in die Kommentarspalte, was ihr zu dem Thema denkt. Vielleicht kann ich dann auch direkt schon hier in diesem Facebook Live darauf eingehen. Und ich finde es schade, dass die Leute den Wert des Status nicht mehr so fühlen und dass man den davon abhängig macht von einem Gefühl, dass man ja auf keiner Einbahnstraße ist. Und auf der anderen Seite, wenn man halt jetzt sagt, in der Pandemie gibt es keine Vorteile. Naja gut, die Senator-Lounge ist offen, das hat man bei der ersten Welle nicht gemacht. Bei der zweiten Welle ist es halt wirklich ein Wartesaal. Die FCTs und auch das First-Class-Terminal im Besonderen sind ja auch geschlossen. Aber das liegt ja an den Umständen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, da hat die Lufthansa gespart. Und ich glaube, dass es auch etwas mehr bringt, wenn man einen Senator im Gegensatz zu einem FDL hat oder natürlich einen Horn Circle gegenüber einem Senator hat. Ganz einfach deshalb, weil im Hintergrund natürlich ganz andere Prozesse ablaufen. Und bei dem ausgedünnten Flugplan gibt es natürlich auch nicht so die Möglichkeiten, da jetzt individuell etwas zu machen. Ich glaube aber schon, dass die Lufthansa im Besonderen da im Moment doch sehr, sehr viele Aktionen im Hintergrund macht. Es gibt ja diese Videoschaltungen, wo man halt wirklich auch mit Entscheidern bei der Lufthansa sprechen kann, die einen abholen, die einem Fragen erklären. Sie sind in meinen Augen sehr, sehr erreichbar bei der Lufthansa im Moment. Deshalb ist das schon etwas, wo ich sage, dass die Loyalität von der Lufthansa durchaus etwas wert ist und im Rahmen dessen, was sie tun können. Wir müssen natürlich immer wieder feststellen, dass Lufthansa, ja, ist natürlich gefangen in ihrem Konzept der Lufthansa. Also das heißt, also es ist sehr wie Compliance, was da drin ist, dass man also immer Angst hat, dass man Vorteile gibt, die man auf legalem Wege nicht geben darf, in Anführungsstrichen. Und da sind natürlich andere Fluggesellschaften wie Emirates, Etihad, die sind dann natürlich schmerzbefreit. Und die haben auch ganz andere gesetzliche Voraussetzungen oder eigene Standards. Deshalb, also ich finde es einfach in meinen Augen im Moment relativ spannend, was da passiert. Aber ich glaube wirklich, der Status hat einen Wert. Und ich finde, dass man diese Wertschätzung etwas mehr wieder für sich visualisieren sollte. Das heißt also, dass man die Sachen nicht als Gott gegeben nimmt, sondern einfach mal überlegt, was wäre denn, wenn ich den Status nicht habe. Ich selber, wie gesagt, überlege, ob ich wirklich diese von Null auf Hon machen soll in 2021, 2022. Ich habe auch schon Mitstreiter. Da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig, was wir da machen, aber wir werden einfach mal schauen, um einfach auch aufzuzeigen, dass der Status einen Wert hat und dass man vor allem auch in diesen Zeiten einen Status erfliegen kann, wenn man es denn will. Ich werde natürlich nicht auf Brechen und Biegen fliegen oder ich werde auch nicht fliegen, um zu fliegen, also keine Mileage Runs machen, sondern im klassischen Sinn das, was ich fliege, dann versuchen hauptsächlich auf der Lufthansa-Gruppe dann zu fliegen. Also nicht, dass man denkt, dass ich jetzt hier Gas gebe. Ich habe zum Beispiel vor 2,5 Monaten angefangen, meinen Finnair Plus Platin zu erfliegen. Den habe ich auch erflogen. Da hatten wir in Düsseldorf oder beziehungsweise in Berlin, aber auch in Zürich, Wien Veranstaltungen. Die habe ich dann alle halt konsequent mit der Finnair geflogen und so war es dann ein leichtes mit der Promotion. Und ich denke mal einfach, dass die Lufthansa da sich auch etwas einfallen lassen wird, dass man den Status vielleicht leichter behalten kann, aber auch leichter vor allem erreichen kann für die, die ihn nicht haben. Also das sind so alles meine losen Gedanken zu dem Thema. Und ich kann einfach wirklich nur feststellen, wir sollten uns gerade in der Weihnachtszeit nochmal in uns gehen und überlegen einmal, was für einen Status wir erreichen wollen und dann auch nochmal schauen, dass der Status doch durchaus Sinn hat.
Und gerade wenn man sieht, was Fluggesellschaften im Vergleich machen, dann ist der Status durchaus von Vorteil. Also ich denke, dass nicht nur diese harten Benefits zählen, sondern auch weiche Benefits. Und man sieht das ja auch, wenn der Status verlängert wird, dass man da nicht alleine gelassen wird oder im Regen stehen gelassen wird. Also insofern, schreibt immer wieder eure Kommentare unten rein in die Shownotes. Bin gerne bereit, das mit euch zu diskutieren. Und vor allem, wenn wir irgendwann mal die Chance haben, können wir das vielleicht auch mit einem Entscheider bei der Lufthansa mal auch ausdiskutieren. Wir hatten ja diesen Zoom-Call, da war ja auch von der Lufthansa jemand dabei. Und danke dafür übrigens nochmal an dieser Stelle. Und dann können wir auch nochmal schauen, was eure Sorgen, Ängste oder Nöte sind. Also schreibt nicht nur rein eure Meinung dazu, ob der Status sich lohnt, sondern auch vielleicht, wo ihr den Status ja vermisst habt, wo ihr euch gefreut habt, dass ihr einen Status hattet und aber auch, was ihr von einem Status erwartet. Also alles rund um Status und fokussiert euch gerne auf den Lufthansa, FTL, Senator und Horn Circle. Deshalb bleibt und stay tuned und ansonsten wie immer stay safe. Und ihr kriegt mehr Infos natürlich bei der nächsten Folge von Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.